Kleiner Disclaimer am Anfang, folgender Inhalt könnte traumatische Vietnam-Flashbacks auslösen. Heute versuche ich die Vergangenheit mit einem gewissen Schwamm aufzuarbeiten. Und ich meine nicht den hyperaktiven Ananasbesetzer SpongeBob Schwammkopf, sondern einen Schwamm, der uns vor allem in den Schulen die damals nicht vorhandenen Nackenhaare zu Berge stehen ließ. Schlimmer als der dicke Michi, der in der Pause immer dein Pausenbrot gegen einen Schlag in dein Gesicht getauscht hat, war als Schüler wohl nur der Tafeldienst. Ihr müsst wissen, damals waren die Schulen nicht so fortschrittlich digitalisiert und es gab auch kaum Whiteboards, sondern noch die guten alten Tafeln und den Overhead-Projektor. Ach, das ist auch heute noch so. Wieso ich nenne ich das Ganze dann überhaupt Flashback? Jedenfalls, wenn ihr diesen Schwamm heute so betrachtet, dann braucht ihr echt keine Angst vor der Corona-Impfung zu haben. Ich meine, alleine schon wenn man dieses Bild sieht, hat man sofort den ranzigen Geruch dieses Schwammes in der Nase, dessen bestialischer Gestank und komisches bremsige Gefühl auch nach mehrmaligen Schrubben mit Schleifpapier, Kernseife und Säurerestbeständen von deiner Hand nicht wegzubekommen war. Gut, um diese Lebensform zu vernichten, braucht es ehrlicherweise auch schon gleich einen Flammenwerfer. Den einzigen Bildungsauftrag, den die Schule mit dem Schwamm erfüllte, war die des regelmäßigen Händewaschens. Bei mir steht der Tafelschwamm wirklich auf einer Stufe mit LehrerInnen, die mit ihren Wolverine-artigen Fingernägeln über die Tafeln geschrammt haben und alleine dieses Geräusch ist erschütternder als jede Horrorfilmerfahrung. Ich weiß nicht, wie eure Schwämme so sind, aber unser Schwamm war ein einziges Kreidestaublager, das gereicht hätte, um den gesamten Twilight-Cast bleich zu schminken. Uns hätte es auch nicht verwundert, wenn der Schwamm versucht hätte, Kontakt aufzunehmen. Wir fragten uns alle, wann der Zeitpunkt endlich kommt und sich dieses Vollkornbrot auf Wisch bestellt, sich über uns erhebt und den Mathelehrer vertritt. Alleine schon, wie es sich vermehrt hat. Wie Baumpilze konnten die Schwämme nach den großen Sommerferien preisgünstig von der Tafel geerntet werden. Aber gewaschen hat die in dieser Zeit keiner. Warum auch? Die sie bewohnenden Lebensformen töten alle Bakterien, Keime, Viren und kleine Schüler, die es nicht rechtzeitig in die Wachstumsphase geschafft haben. Fakt ist, die Bakterien in diesen Schwämmen werden die Digitalisierung an Schulen früher umsetzen als alle Kultusministerien zusammen. Und wenn ich jetzt daran denke, dass wir uns damit früher auch noch regelmäßig damit beworfen haben, um sicherzugehen, dass auch wirklich jeder Kontakt mit diesem mutierten Mief hatte, wird einem heute ganz schön anders. Davor achtete man noch penibel darauf, den Schwamm auch schön mit der mitgebrachten Erdbeermilch für das besondere Vergnügen zu floaten. Alter, da würde ich heute lieber die Sitze eines Pornokinos ablecken. Noch schlimmer war nur die Mutproben, sich das damit ausgepresste Wasser sich dann als Cocktail to go down in den Mund laufen zu lassen. Das begründete zwar die erste Marvel-Phase, aber kann man sich heute echt nicht mehr wirklich vorstellen. Jeder, der so einen Schwamm mit Schmackes ins Gesicht bekam, war erstmal 5 Monate das Vorhergesicht für die Anti-Pickel-Kampagne. Zugegeben, dieser Schwamm ist noch immer nichts gegen die Flüssigkeit des Abziehers. Leute, das sind die wahren, skandalösten Feuchtgebiete, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Deswegen abonniert gerne den Kanal, um keine Ablenkung mehr vom Alltag zu verpassen.